Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Cassie und ich mache ab und zu Videos. Was für eine Einleitung. Falls du dich für den schon mal interessiert hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass Cyclotest auch noch ein anderes Produkt hat, nämlich das Bluetooth-Basalthermometer. Und damals, als ich den Cyclus-Computer gekauft habe, stand ich auch erstmal vor der Entscheidung zu überlegen, muss es der Cyclus-Computer sein oder reicht auch dieses Thermometer? Wo ist eigentlich der Unterschied? Und ich hoffe, dass ich dir in dem Video das so ein bisschen erklären kann, dass du einfach eine bessere Entscheidung treffen kannst für dich. Aus Gründen der Transparenz, dieses Video ist nicht gesponsert von Cyclotest. Diesen Computer habe ich mir selber gekauft. Dieses Thermometer hat mir Cyclotest allerdings zur freien Verfügung gestellt, also das habe ich geschenkt bekommen. Ich habe eine kleine Kooperation mit Cyclotest, das heißt, wenn du an den Produkten interessiert bist, dann kannst du bei mir unten in die Infobox gucken. Da ist ein Link verlinkt und da steht das auch nochmal alles dabei. Du bekommst Rabatt und ich bekomme eine kleine Provision, wenn du über den Link bestellst, also guck einfach gerne unten rein. Gut, fangen wir doch einfach mal mit den Gemeinsamkeiten an. Beides sind medizinisch zertifizierte Produkte. Das heißt also, sie sind wirklich für die Verhütung zugelassen und man kann sie zum Beispiel nicht vergleichen mit irgendwelchen Apps, die du runterladen kannst und die auch ungefähr deinen Zyklus tracken und dir irgendwelche Informationen rausgeben. Aber die sind eben nicht besonders zuverlässig. Hier wird ja mit der Temperaturmethode gearbeitet. Optional kannst du auch symptothermal arbeiten. Das heißt also, du würdest dann deinen Zervixschleim noch beobachten und kannst ihn eintragen. Das fließt dann in die Auswertung mit ein. Oder du kannst auch einen Ovulationstest machen, also den LH-Test. Den kannst du auch eintragen. Je mehr Zyklen du sammelst, also je öfter du misst, desto eine bessere Vorhersagemöglichkeit hat der Zykluscomputer oder eben die App, die Zyklotest-App mit dem Basalthermometer. Die absolut beste Vorhersagemöglichkeit hast du also nach 6 gemessenen Zyklen. Also kann am Anfang sein, dass der Computer dir noch relativ oft sagt, dass du fruchtbar bist. Also unfruchtbar wirst du erst eingeschätzt, wenn das ganz sicher ist, dass du unfruchtbar bist. Ansonsten wirst du halt einfach als fruchtbar und nicht freigegeben eingeschätzt. Nach 6 Zyklen etwa kennt dich der Computer dann wirklich schon so gut, dass natürlich der Zeitraum, in dem er sagt, du bist fruchtbar, Achtung, der wird dann natürlich eingegrenzt. Natürlich kannst du beide Produkte nicht nur zur Verhütung benutzen, sondern auch, wenn du einen Kinderwunsch hast. Und da funktioniert es einfach eben andersrum, dass du eben guckst, wann bin ich besonders fruchtbar. Da gibt dir die App oder der Computer eben noch die Information, wann du sehr fruchtbar bist, also hochfruchtbar, wo es dann sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es klappt, und eben die anderen fruchtbaren Tage. Die Basaltemperatur wird mit dem Zykluscomputer und auch mit dem Basalthermometer auf 2 Nachkommastellen genau gemessen. Okay, was genau sind jetzt eigentlich die Unterschiede? Also der augenfälligste Unterschied ist, glaube ich, der Preis. Und wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, dann ist der Preis im Moment für den Zyklus-Computer bei 269 Euro, während das Basalthermometer nur 114 Euro kostet. Zum Zyklus-Computer bekommst du eben den Computer, eine Hülle, wo der Computer reinpasst, inklusive natürlich dem Thermometer. Das Thermometer lässt sich quasi ganz einfach hier anstecken und kannst es hier quasi reinstellen, wenn du möchtest. Zum Zykluscomputer gibt es dann eben noch einen Netzstecker, weil das einfach ein Akku ist, den du aufladen kannst. Und du kannst es dann auch mit deinem Computer, also PC oder Laptop, verbinden. Zum Zykluscomputer wird quasi noch eine Software mitgeliefert, die du dir runterladen kannst, da entsprechende Updates machen kannst mit dem Zykluscomputer und auch deine Daten auf den Computer übertragen kannst. Für das Basalthermometer bekommst du eben hier das Thermometer, mit dem du deine Temperatur misst. Das kannst du per Bluetooth mit deinem Handy verbinden und in der entsprechenden App kannst du dann all deine Daten einfach ganz bequem auf deinem Handy quasi angucken. Die Messungen funktionieren eben sehr ähnlich für den Zykluscomputer und auch für das Basalthermometer. Der Unterschied ist, dass das Basalthermometer etwas schneller ist. Also bei dem misst du angegeben sind 30 bis 60 Sekunden, wobei mir kam das immer sehr, sehr schnell vor. Und der Computer braucht 60 bis 90 Sekunden. Also da dauert es einfach ein bisschen länger, bis der die Temperatur gemessen hat. Messen kannst du mit dem Thermometer natürlich an den üblichen Stellen, an denen man die Innentemperatur misst. Wenn du mit dem Basalthermometer die Temperatur gemessen hast, dann kannst du sie sofort per Bluetooth auf dein Handy übertragen. Dafür musst du die App öffnen oder wenn du morgens gerade nicht in der Stimmung bist, dein Handy sofort anzumachen, dann
kannst du das auch einfach beiseite legen, weil das Basalthermometer speichert quasi die letzten 30 Messwerte. Das heißt, du kannst dann irgendwann, wenn du in Laune bist, einfach die Messwerte später auf dein Handy übertragen, was auf jeden Fall eine echt vernünftige Sache ist, würde ich sagen. Ich habe das ein paar Mal morgens probiert, das irgendwie Bluetooth an und dann die App und ich war so, lasst mich in Ruhe, ich stehe gerade erst auf, so, muss nicht sein. Beim Computer ist es eben so, dass du misst und dann der Wert ja, sofort auf den Computer übertragen wird und du ihn dir angucken kannst oder den Computer beiseite legst und er ist auf jeden Fall eingespeichert in dem Moment. Beim Basalthermometer hast du eine austauschbare Batterie, also das kannst du nicht einfach am Netz laden, sondern da brauchst du eben die entsprechenden Batterien dafür. Wie lange die Batterie hält, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich, wie gesagt, das Thermometer nur ein paar Mal ausprobiert habe, aber eigentlich den Zykluscomputer nutze. Beim Zykluscomputer ist es bei mir so, dass der etwa einen Zyklus lang, also 4 Wochen, bei mir der Akku hält, wenn nicht sogar manchmal länger. Ich muss dazu sagen, dass ich sonst nicht viel mit ihm mache, außer halt die Temperatur messen und ab und zu gucken, in welcher Zyklusphase ich gerade bin. Es gibt bei dem Zykluscomputer noch eine Funktion, dass der so ein Fühlerlicht hat. Das leuchtet dann quasi in dem Moment, weil man hat ja quasi so eine Messdauer. Ja, Zeit solltest du quasi messen. Danach oder davor ist es quasi nicht zulässig, weil du hast ja einfach nur ein gegebenes Zeitfenster, in dem du messen kannst. Das sind jetzt hier 4 Stunden. Und in dem würde quasi so ein Fühlerlicht leuchten. Und das habe ich am Anfang mal ausprobiert. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Akku dann eben relativ schnell nach unten ging. Ist vielleicht ganz angenehm, von so einem Licht geweckt zu werden. Und man weiß so, ah, okay, jetzt kann ich messen. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich es nicht unbedingt brauche. Und ich habe dann lieber ein bisschen mehr Akku. Weniger Strom kostet. Ja, okay, so viel würde es jetzt auch nicht ausmachen. An sich haben sowohl der MyWay als auch der MySense, also das Basalthermometer, große Gemeinsamkeiten. Ich denke irgendwie, die grundlegende Frage, die du dir stellen möchtest, ist wirklich, dass du sagst, hey, habe ich Bock auf sowas Kleines, was ich in meine Tasche stecken kann, was ich überall hin mitnehmen kann quasi. Natürlich nur in Kombination mit deinem Handy, beziehungsweise ja, du kannst ja auch 30 Tage messen und dann erst auf dein Handy übertragen, aber dann findet quasi auch keine Auswertung statt. Also wenn du wissen möchtest, hey, wie sieht's aus, bin ich fruchtbar oder unfruchtbar, dann brauchst du ja quasi die Auswertung. Oder sagst du, hey, ich finde es total cool. Ich meine, dieses Ding ist auch nicht wirklich groß, ne? Das passt auch in jede Handtasche. Kannst du dir auch schnell einstecken und du brauchst dein Handy nicht. Also meine Entscheidung damals war wirklich, dass ich mir dachte, ey, ich habe keinen Bock auf eine weitere App. Ich habe keinen Bock, morgens auf mein Handy zu gucken oder überhaupt auf mein Handy wieder gehen zu müssen, um irgendwas zu schauen. Ich bin da halt eher so der Typ, ich denke mir so, ach, das ist irgendwie so, das ist so süß und ich weiß nicht, so ein kleiner süßer Computer und dann gucke ich da nach, wie es so mit meinem Zyklus aussieht und ich finde es voll putzig und deswegen war das für mich auf jeden Fall so, dass ich mich für den Zykluscomputer entschieden habe und den mir auch gekauft habe und weil ich es auch cool fand, dass er halt mit Akku betrieben ist und du die Software quasi immer aktualisieren kannst. Also das ist ja wirklich etwas, du kaufst dir nicht jedes Jahr einen Zykluscomputer so. Und ja, wenn an sich nichts kaputt geht, dann ist ja alles gut mit dem Teil. Ansonsten gibt es, würde ich sagen, nicht so viel Unterschiede. Also beide haben Funktionen, die du vielleicht gar nicht brauchst oder wo du sagst, hey, das ist cool. Die wichtigste Funktion ist ja wirklich, dass du sagst, okay, ich möchte meinen Zyklus tracken und eben gucken, wann ich bin ich fruchtbar oder unfruchtbar oder ich möchte meinen Zyklus einfach nur so tracken. Das ist ja auch cool. Kleinen Unterschied gibt es eben in der Messdauer, dass der ein bisschen schneller ist. Was ich dazu aber ehrlich gesagt sagen kann, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ich fand das Basalthermometer nicht so angenehm im Vergleich zu diesem Thermometer zum Messen. Also wenn man es jetzt auch im Vergleich sieht, das hier ist schwerer und dicker ist es nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen anders an. Das ist so ein bisschen runder, habe ich das Gefühl. Und das ist so ein bisschen hier so, es ist nicht komplett rund, sondern es hat so ein bisschen so Ecken. Und das fand ich nicht so angenehm. Allerdings messe ich auch nicht im Mund, von daher weiß ich nicht, vielleicht ist das für eine Mundmessung ganz cool. Und das hier kannst du dir, ich glaube, alle 2 Jahre sollte man das mal austauschen. Für den Zykluscomputer kann man sich für wenig Geld danach bestellen. Wenn hier allerdings irgendwas kaputt geht an der Spitze und so weiter, dann müsstest du das ganze Thermometer ja wieder nachbestellen. So, im Sinne der Nachhaltigkeit, lieber in das teure Produkt investieren. Ich mache hier so eine Verkaufsberatung. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir einfach ein bisschen
geholfen und dir vielleicht ein paar Insights gegeben in diese beiden Produkte. Ganz am Anfang, als ich mit NFP angefangen habe, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da habe ich mir noch ein ganz einfaches Thermometer geholt, also kein digitales, sondern wie heißt das, was man so runterschütteln musste, und hatte mir damals die NFP-App geholt. Ich glaube, die gibt es für 2 € im Monat. Und dann habe ich das immer eingetragen. Ich habe gemerkt, dass das für mich keine gute Lösung war, weil ich irgendwie morgens, ich weiß nicht, ich bin so grobmotorisch morgens. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass zweimal dieses Thermometer aus Glas, dass ich das kaputt gemacht habe, als ich es abwaschen wollte dann morgens so im Waschbecken. Ich habe es einfach zerstört. Zweimal. Und damals bin ich dann eben auf den Zykluscomputer gestoßen und dachte mir, okay, jetzt werde ich so richtig upgraden. Da muss ich dann einfach nicht mehr so viel machen, sondern ich messe einfach, lege das Ding beiseite und erledigt ist die Sache, muss dann nicht noch irgendwas eintragen und nochmal nachgucken, ob das jetzt wirklich richtig eingetragen ist oder so. Genau, wenn du sagst, hey, dich interessiert das Thema NFP und du bei dem Preis bist du gerade so, wow, dann, es gibt auch eine sehr günstige, also du kannst ja theoretisch die Auswertung auch selber machen, dann würde ich aber sagen, musst du dich echt ein bisschen auskennen. Genau, was natürlich alles machbar. Und ansonsten, unten ist der Link, wenn dich eins der Produkte anspricht. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne in die Kommentare oder schreib mir auf Instagram und ich versuche alles zu beantworten, was ich weiß zu diesem spannenden Thema. Okay, tschüss. Ach so, du solltest nicht vergessen, diesen Kanal noch zu abonnieren, habe ich das schon gesagt. Abonnier diesen Kanal für monatlich neue Inputs.